Nee. Ich würde halt eigentlich gern da hinten gucken. Da an ihm vorbei quasi. Aber der war mir gerade ein bisschen zu schwer. Das ist halt mein Problem mit Souls-likes, ne? Ich hasse schwere Gegner. Aber bei dem. Oh, da ist ja auch noch einer. Bei dem Souls-like kommst du halt nicht um Gegner. Und eigentlich Ausweichrolle machen. Warum? Die nutze ich eigentlich. Cobblestones. X. Die treffen mich, weißt du? Ich werf meinen Stein einfach 500 Meter weiter weg. Ich hatte erst super viele. Ah, oh, da unten ist eine Gnade. Ich hatte erst super viele Memorias. Was macht Ammonia-Sap nochmal? Raw Sap that allows the user to recover some health upon damaging an enemy for a brief duration. Ah, okay, ich könnte das zu mir nehmen. Und wenn ich jemanden schlage, verletze, regeneriert sich mein Leben über eine gewisse Zeit. Werde ich angegriffen? Shores of Kinta. Oh, beautiful. Really, really beautiful. Da hinten ist ein Gegner. Aber verliere ich eigentlich meine Fähigkeitspunkte, wenn ich sterbe? Ich guck mal, ich hatte erst irgendwas mit 22. Nee, okay, die bleiben. Du verlierst nur. Nur in Anführungsstrichen die Runen, also die Memorias. Mist, jetzt hätte ich zu viele Punkte ausgegeben. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Level up kann ich nicht. Ich brauche 488 Memorias. Ah, okay. Und dann hast du hier Bilder von den Schnellreisepunkten, wo du hinreisen kannst. Also da sind wir ja gestartet. Da reise ich jetzt nicht zurück. Obwohl es sieht vielleicht. Wollen wir uns mal angucken, wie die Schnellreiseanimation ist? Wenn es eine gibt. Ja, okay. Geht so. Aber es gibt nicht unendlich lange Ladescreens. Vielleicht, weil natürlich die Größe der Demo abgespeckt ist und das Spiel nicht so viel nachladen muss. Oh, ich kann doch Sachen kaputt machen, indem ich durchrolle.
Wahrscheinlich, weil die Demo halt nicht so groß ist, die Datei an sich, deswegen sind die Ladescreens auch nicht so lang. Vielleicht werden die ja noch ein bisschen schöner als nur dieses Grau. Aber ich finde das Spiel optisch super schön. Vielleicht liegt es auch jetzt daran, dass hier gerade die Sonne untergeht. Super schönes Spiel. Ich kann es nicht anders sagen. Und wenn ich mal ein bisschen die A-Backen zusammenkneifen würde, würden mich auch die Gegner nicht stören, die einfach ein bisschen stärker sind. Hallo! Ich kann noch nicht anvisieren. Jetzt kann ich anvisieren. Schade. Da ist ein Ausrufezeichen dran gewesen. Jetzt kann ich übrigens leveln. Okay, du. Ah, die Waffe ist halt langsamer. Ich bin kein Fan auch von langsameren Waffen. Aber die machen halt auch irgendwie. Oh! Ordentlich Schaden. Inhibiting Seasoning. Gut. Vielleicht sterbe ich jetzt nicht noch mal. Das ist übrigens das, was ich am echten Meer hasse. Du läufst ins Meer und plötzlich ist der Boden weg. Various Brew. Irgendeine Maskenscherbe. Ich hoffe, ich kann meine Memoria jetzt hier irgendwie einsammeln, bevor ich wieder. Ja, hätte ich sehen können, dass da runter geht. Ich wollte aber eigentlich eher testen, ob ich vielleicht schwimmen kann. Ist aber ja, glaub nicht. Okay, wir gehen leveln, auch wenn es nur ein Level ist. Das ist auch so eine Macke von mir bei Souls-Likes. Ich habe immer super Angst, meine Runenpunkte, was auch immer, Memoria zu verlieren. Und ich nie aufleveln kann. Und ich immer ein Loser bleibe. So, das macht Defense. Stamina. Elemente. Ich gehe mal auf, ganz normal. Erstmal ein bisschen leben. Hier sind drei Gegner. Gut. Oh, der hat eine Armbrust. Wow.
Nee, ich möchte den anderen anvisieren, Spiel. Den da. Why? Come. Also manche Geräusche verwirren mich eher, als dass sie mir einen Hinweis darauf geben, was auch immer geschehen ist. Aber wenn es hier ständig klingt... Okay, ich bin jetzt halt ein bisschen dizzy. Ich glaube, deswegen hat auch gerade mein einer Schlag länger gebraucht. Da oben ist noch einer mit einer Armbrust. Also, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber der eine Schlag... ...hat am Anfang ziemlich lange gebraucht, bis er durchging. Oh, was ist das dort für ein Zeichen? Gehen wir noch hier oben kurz lang? Wow! Wer hat mich jetzt erwischt? Der mit der... Ich kann nicht aufstehen. Der mit der Armbrust oder der unten? Ich habe mich mal wieder in eine unangenehme Situation gebracht. Aber schön ist es hier. Ich trinke jetzt mal so einen komischen Ammonia-Sip. Ich will mal wissen, wie das jetzt funktioniert. Wie lange habe ich den Buff jetzt? Ich sehe da nur ein Buff-Symbol unter meiner Lebensleiste oder meiner Stamina-Leiste. Aber ich weiß jetzt nicht genau, für wie lange ich den Buff noch habe. Oh, 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 oh. Lex. Oh. Schießt schon wieder wer? Oh. Ammonia Expansion. Oh! Ist das das, was ich gerade getrunken habe? Kann ich das damit leveln? Oder meine Anzahl an Heilungen leveln? Sowas wie die goldene Saat bei Elden Ring. Ich weiß, ich vergleiche es immer mit Elden Ring, aber. Also, ich muss sagen. Sorry an alle, die Elden Ring lieben. Optisch finde ich das Spiel hier 20 Mal besser. Das muss ich einfach so sagen. Ich überlege auch tatsächlich gerade schon, ob ich mir das Spiel holen werde, wenn es rauskommt. Ich weiß nur noch nicht, ob für die Konsole oder für einen PC. Ich denke mal, das wird auch für die Konsole erscheinen, oder? Oder für einen PC?
Als nächstes großes Stream-Projekt könnte ich mir das vielleicht sogar auch vorstellen. Was sagt ihr so? Was ist eure Meinung? Jetzt mal gucken, ob hier noch wer ist. Ja, sehe ich nämlich. Weg. Yes, Dollar. Jetzt habe ich richtig. Oh, der schlägt. Zweimal. Okay. Obwohl ich ihn parry. Aber ich habe. Okay, wartet mal. Dieses Ammonia-Zap. Habe ich jetzt nicht automatisch wieder dreimal? Obwohl ich gestorben bin. Das verbrauche ich halt richtig. Das heißt, das muss ich wieder herstellen. Also herstellen im Sinne von craften. Ich wollte jetzt mal hier gucken gehen. Reality Glyphs. Glyphs. By using a door burst on certain glyphs on the ground, the maskless one can alter the immediate surroundings for a limited duration, after which everything reverts to its original place. Oh! Wir können die Realität kurz verändern. Oh, damit wir dort weiterkommen. Ich bin jetzt versucht, dort oben nochmal den Gegner zu probieren, ehrlich gesagt. Oder wir gehen noch ein Stück weiter.